Hallo meine Legefreunde. Jetzt werden wir über den halben Wurf sprechen. So, was ist ein halber Wurf? Wie der Name schon sagt, ist das der Wurf der Kugel mit einem Treffpunkt genau in der Mitte zwischen Wurfkreis und Zielkugel. Warum macht man das? Nun, weil man es auf fast allen Böden spielen kann und es die am häufigsten genutzte Technik ist. Und wie spiele ich den halben Wurf? Nun, ich muss üben. Aber wie übe ich? Ich zeichne einen Kreis, wie ich schon mal gesagt habe. Jetzt in die Mitte zwischen Wurfkreis und Zielkugel. Und ich versuche dann, meine Kugel über eine Höhe von einem bis eineinhalb Metern in den Kreis zu werfen, damit ich nur einen leichten Rolleffekt habe. Gerade so, dass es passt. Das war nicht schlecht, oder? Mit dem halben Wurf gibt's keine halben Punkte. Auf bald, Leger! Auf geht's zur nächsten Runde!